Guten Abend, ihr Lieben, auch von meiner Seite. Ich hoffe, es war schon ein guter Abend. Ach, es ist einfach eine Katastrophe. Im Morgengottesdienst kriege ich zumindest einen Guten Morgen zurück oder so. Irgendeine Reaktion auf meine Fragen. Ja, schön, guten Tag, schön, dass du da bist, lieber Baum. Ja, zumindest der begrüßt mich. Ja, also guten Abend, ihr Lieben. Schön, ja, danke, dass ihr auch da seid. Noch nicht eingeschlafen. Ja, ich möchte mit euch heute Abend nachdenken über das Thema, ist Christsein Leistung oder Beziehung? Und ich fand jetzt dieses Lied schon sehr passend, das wir gerade gesungen haben. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und so in gewisser Weise wird es in der Predigt, soll es auch darum gehen, ist Christsein Leistung oder Beziehung? Jetzt würden wahrscheinlich viele sagen, ja, ist doch ganz klar, und ihr wisst eigentlich auch schon die Antwort, aber vielleicht das ein oder andere leben wir vielleicht doch anders und vielleicht eben manchmal auch unterbewusst. Und deshalb möchte ich mit uns ein paar Gedanken machen, eben auch zu diesem Text, den wir schon gehört haben aus Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Lade euch also ein, verfolgt den Text in den Bibeln. Ich habe ihn nicht als PowerPoint dabei. Leistung, das ist ja etwas, was, denke ich, schon immer im menschlichen Denken irgendwie manifestiert war. Es ging schon immer um Leistung, Leistung zu erbringen. Der Mensch wollte auch schon immer was leisten, aber ich denke, in unserer heutigen Zeit ist es vielleicht noch mal ein Ticken oder 10 Ticken mehr, dass Leistung noch eine größere Rolle spielt und wir vieles über Leistung definieren. Schneller, höher, weiter, schöner, stärker, das sind die Themen, die uns bewegen. Leistung, man muss sich präsentieren, man muss was wirken, was schaffen und dann wird man gesehen und der gesehen wird, der ist wert. Der ist wertvoll, gilt als besonders, gilt als angesehen. Wer Geld hat, gilt als angesehen. Wer viel schafft, wer viel leistet, gute Leistung erbringt, der gilt als erfolgreich. Wer erfolgreich ist, der bekommt mehr Geld. Wer Geld hat, der ist angesehen und so weiter und so weiter. So geht's doch oftmals in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit. Es dreht sich einfach um Leistung. Und manchmal wird eben so diese Definition, dieser Maßstab angelegt. Anhand der Leistung, diese Person leistet viel, der ist wertvoll. Den kann man brauchen, ja. Dich kann man brauchen, ja, dich kann man brauchen, ja. Also heißt es im Allgäu immer mal, ja. Und umgekehrt ist doch aber oftmals auch so ein bisschen das Denken, vielleicht zumindest unterbewusst, wer wenig leistet. Und vielleicht definiere ich mich selbst, mein eigenes Sein, meinen eigenen Wert so ein bisschen auch über diesen Leistungsgedanken, wer wenig leistet, der gilt eben als verzichtbar oder sogar als unbrauchbar, zumindest vielleicht als unbedeutend. Und so ist es etwas, was immer wieder Menschen auch erleben müssen. Sie Menschen, die vielleicht früher einmal viel geleistet haben, sich wirklich reingehängt haben, vielleicht gerade im beruflichen Sinne und dann eben altersbedingt oder krankheitsbedingt eben nicht mehr diese Leistung in dem Sinne erfüllen können, die sind dann ganz schnell abgeschoben. Werden ersetzt durch neue, durch stärkere, durch bessere Kräfte, werden so aufs Abstellgleis gestellt als verzichtbar oder unbrauchbar. Und so wird oftmals doch auch eben der Wert an Menschen, an Personen gemessen. Und wir selbst tun es vielleicht auch, also im Profisport zum Beispiel, ja. Wenn wir so uns unterhalten, gerade vielleicht im Fußball, da ist das ja gang und gäbe. Da werden Trainer, Spieler nach ihrer Leistung definiert, beurteilt und die Fans beurteilen das genauso. Und die lassen es die Spieler wissen, wenn sie nicht die Leistung erbringen. Und dann ist der Spieler, der in der letzten Saison noch hoch gelobt war, der ist ganz schnell der Buhmann. Und der Trainer muss gehen, weil die Mannschaft die Leistung nicht erfüllt. Schnell weg vom Fenster. Leistung, ein großes Definitionskriterium über den Wert von Menschen unserer heutigen Zeit. Und ihr Lieben, in gewisser Weise ist ein Leistungsanspruch ja auch berechtigt und auch nötig im Beruf. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Eine gewisse Leistung soll natürlich ja auch erbracht werden. Aber ist unser Leistungsdenken in dieser Zeit nicht doch übertrieben?
haben wir nicht falsche Prioritäten gesetzt, die Prioritäten verschoben? Sollte Leistung wirklich das erste Beurteilungskriterium sein, um zu beurteilen, ob dieser Mensch wertvoll ist, ob er angesehen ist, ob er Bedeutung hat? Ich denke, das steckt so in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft und eben auch in unseren Köpfen so in gewissermaßen drinne. Und ich sehe da eben eine große Gefahr. Und ich habe mir in der Vorbereitung der Predigt eben auch diese Frage gestellt, ob wir nicht als Christen auch über dieses Leistungsdenken dazu tendieren, unser eigenes geistliches Leben, unsere Jesus-Nachfolge genauso zu definieren. Und das ist eine große Gefahr. Wenn wir anfangen, unsere Nachfolge über Leistung zu definieren. Und deshalb möchte ich dich heute Abend fragen, inwieweit tendierst du wirklich dazu, deine Nachfolge, dein Christsein über Leistung, über geistliche Leistung vielleicht zu definieren? Dann stellst du dir vielleicht die Frage, ich habe heute stille Zeit gemacht, in der Bibel gelesen, habe einen Gottesdienst besucht, ich habe jemandem das Evangelium erklärt, ich habe einen Dienst in der Gemeinde verrichtet. Bin ich ein guter Christ? Habe ja Leistung erbracht. Dann muss Jesus mich ja lieben. Kennst du solche Gedanken? Oder eben im Umkehrschluss. Ich habe meine Bibel lesen, meine stille Zeit vernachlässigt in den letzten Wochen vielleicht. Und ich verrichte zurzeit auch keinen Dienst in der Gemeinde. Ich traue mich ganz selten, jemanden auf Jesus Christus hinzuweisen, um zu erklären oder sonstige Dinge, gute Dinge, durchaus gute Dinge zu tun. Und wie urteilst du dann eben oder dein Gewissen, wie urteilt es dann über dein Christsein? Bist du dann vielleicht tendenziell eher ein schlechter Christ? Und weißt du dich vielleicht dann eben von Jesus nicht dann so geliebt? Ich selbst habe lange Zeit zumindest mit dieser Tendenz mein Christsein so gelebt oder beurteilt. Nämlich als Teenager, junger Erwachsener habe ich ganz diszipliniert und eben mit einer gewissen Starre auch stille Zeit gemacht, Bibel gelesen. Und das war gut für mich, für mein geistliches Leben. Ich bin darin auch gewachsen. Ich habe die Bibel besser kennengelernt, habe Christus kennengelernt. Aber mein Denken war doch eben sehr über diese Leistung definiert. Und ich habe tatsächlich so wie so ein Abhaksystem stille Zeit gemacht. Aha, mein Gewissen, okay, jetzt ich bin ein guter Christ, habe das erfüllt. Versteht ihr, das kennt ihr, solche Gedanken. So ist mir das lange Zeit in gewisser Weise gegangen. Und dann mal stille Zeit vielleicht nicht gemacht und dann eher so tendenziell die Frage, oh, vielleicht doch ein schlechter Christ. Ich will den Wert von stille Zeit, von Bibellesen und all diesen Dingen, das will ich gar nicht bestreiten, das sind gute Dinge. Aber ich will auf die Gefahr hinweisen, dass wir eben doch auch im geistlichen Leben vielleicht schnell dazu hin tendieren können, unser geistliches Leben über Leistung zu definieren. Und dass wir denken, dass wir das tun müssen. Dass wir all diese guten, an sich guten Dinge tun müssen, um Gott noch mehr zu gefallen, dass Gott uns noch mehr liebt, dass wir bessere Christen würden dadurch. Und wenn wir so denken, dann, ihr Lieben, sind wir auf dem Holzweg, dann befinden wir uns im Irrtum. Denn in unserer Jesus-Nachfolge geht es nicht um Leistung, sondern es geht um Beziehung. Beziehung, die wir leben zu unserem himmlischen Vater im Himmel. Und das drückt dieser Begriff schon auch aus, Vater. Dass wir einen Vater, einen guten Vater im Himmel haben, zu dem wir Beziehungen leben dürfen. Jesus lädt uns in seine Nachfolge und seine Nachfolge ist nicht
ein Arbeitsverhältnis oder ein Dienstverhältnis. So, jetzt folge mir nach und jetzt hier, das sind die Vertragsbedingungen, 40 Stunden die Woche oder sonst was, ja? 26 Tage Urlaub im Jahr. Nein, Jesus lädt uns in ein Beziehungsverhältnis, in eine lebendige Beziehung zu ihm, eine Beziehung, wo wir in erster Linie sein dürfen, wo wir nichts tun brauchen. Philip Jensen hat einmal einen Spruch gesagt, der mich in meinem Leben stark und immer wieder auch angesprochen hat und anspricht. Philip Jensen hat gesagt, ich kann nichts tun, dass Gott mich mehr liebt. Ich kann aber auch nichts tun, dass Gott mich weniger liebt. Ich kann nichts tun, dass Gott mich mehr liebt. Ich kann aber auch nichts tun, dass Gott mich weniger liebt. Ihr Lieben, wenn Jesus Christus, das Liebesangebot Gottes, an uns Menschen ist. Jesus geht ans Kreuz von Golgatha, stirbt dort stellvertretend für unsere Schuld, gibt sein Leben, damit wir leben können, ewiges Leben haben. Und das ist ein freies Gnadengeschenk und Gott lädt uns ein, nimm diese Gnade, sie ist frei, ich schenke dir Vergebung, ich schenke dir Erlösung, Versöhnung mit mir, dem lebendigen Gott. Dann ist es doch nicht so, dass sobald wir dann diese Gnade angenommen haben, an Christus glauben und dann eben per Definition, Johannes 1, Vers 12, ja, Kinder Gottes sind, dass wir dann in ein Leistungsverhältnis auf einmal reinkommen. Der Staat ist quasi frei. Das wäre ja wie so ein bisschen Nepperschnepper-Bauernfänger-Masche. Ja? Was weiß ich, hier tolles Abo, 24 Monate umsonst und danach das Kleingedruckte nicht gelesen und drei Waschmaschinen und fünf Porsche gekauft und so Geschichten. Ja? Also das wäre doch, das, so ist doch Gott nicht. Am Anfang hier frei, umsonst, ja klar, kein Hintergedanke und dann aber, oh, Leistung. Jetzt, damit Jesus dich weiterlieben kann, müssen wir jetzt powern. Nee. Durch den Glauben an Jesus Christus werden wir Kinder Gottes und dann sind wir in einer Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Und diese Beziehung steht im Vordergrund und hat die erste Priorität. Und nicht das Ableisten von geistlichen Übungen oder sonstigen Dingen, die durchaus gut und berechtigt sind, sein können, aber in der richtigen Reihenfolge. Und darauf weist unser Text hin, die Begegnung Jesus hier mit Martha und Maria aus Lukas 10, Vers 38 bis 42. Und da lesen wir, da geht's los in Vers 38, als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Also hier ist von Jesus und seinen Jüngern die Rede und es ist auch nicht so, dass sie weiterzogen und dann nur noch Jesus im Dorf ankam. Ja? Also der hat ihn nicht unterwegs verloren, die Jünger. Ja? Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf und die Jünger waren auch dabei. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Also wir sehen, Jesus zieht als Wanderprediger, so wie er das immer getan hat in diesen 3 Jahren seiner Wirkungszeit, zieht er durch Israel und hier jetzt ganz speziell durch Judäa. Und er kommt in ein Dorf und dieses Dorf ist hier bei Lukas nicht namentlich erwähnt, aber in unserem Text sehen wir, dass er eben den Schwestern Martha und Maria begegnet. Und Lukas berichtet hier von der ersten Begegnung, die Jesus hat mit Martha, Maria und wohl wahrscheinlich auch indirekt, auch wenn Lukas hier das nicht berichtet, mit ihrem Bruder Lazarus. Martha, Maria und Lazarus. Das sind 3 Geschwister und die tauchen später nochmal auf im Johannesevangelium, Kapitel 11. Da berichtet dann der Evangelist Johannes von einer Begegnung, die Jesus wieder hat, später, zu einem späteren Zeitpunkt, Monate oder in ein Jahr, vielleicht anderthalb Jahre später, eben mit Martha, Maria und Lazarus. Und in Johannes 11 erweckt Jesus seinen Freund, heißt es da, seinen Freund Lazarus vom Tod zum Leben. Jesus vollbringt dieses Wunder und davon berichtet Johannes. Aber hier, Lukas berichtet jetzt diese erste Begegnung, die Jesus hat, zumindest mit den beiden Geschwistern Martha und Maria, die in Bethanien leben. So macht es Johannes eben deutlich. Und da ist eben Martha und die lädt Jesus ein und die Jünger zu sich in ihr Haus. Sie ist gastfreundlich.
Sie bewirtet, sie will diese Wanderjungs, diesen Wanderprediger, diesen Rabbi Jesus und seine Freunde bewirten, aufnehmen. Und jetzt ist es so, dass Martha eben nicht alleine wohnt, sondern sie lebt mit ihrer Schwester zusammen in diesem Haus. Wahrscheinlich zumindest, denn Maria ist anwesend in diesem Haus. Und dann lesen wir weiter in Vers 39 von Maria. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Hier finden wir zwei Besonderheiten zu dem Verhalten von Maria. Zwei Besonderheiten, denn Maria ist ja eigentlich Mitgastgeberin für diese ganzen Jungs. Und sie ist eine Frau. Ich meine, das ist jetzt nicht so besonders, ja, okay. Aber dass sie als Frau und Mitgastgeberin, wie sie sich verhält, das ist das Besondere, was dieser Vers angibt. Denn als Frau und Mitgastgeberin setzt sie sich zu Jesu Füßen. Als Mitgastgeberin, das könnte man doch meinen, hätte sie doch jetzt eigentlich ihrer Schwester helfen müssen, jetzt alle Vorbereitungen zu treffen in der Küche, den Herd, Feuer, Vollgas, anheizen und so weiter, was alles zu tun gab. Das ist das eine, als Mitgastgeberin setzt sich jetzt zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Und das andere ist eben, dass sie als Frau sich vor Jesu Füßen setzt, denn im Judentum war es nicht üblich. Normalerweise hatten jüdische Rabbiner keine Jüngerinnen, keine Schülerinnen. Aber für Jesus ist es in Ordnung, dass Maria als Frau jetzt vor seinen Füßen sitzt und seinem Lehrgespräch zuhört. Und ich finde es klasse, wenn wir durch das Neue Testament gehen und schauen, wie Jesus mit Frauen umgeht, ja, dann sehen wir darin, dass Jesus Frauen wertschätzt, dass er ihnen immer wieder ganz offen begegnet. Obwohl es nicht der Norm entsprach, dass eben ein Rabbi oder ein Mann einfach in der Öffentlichkeit mit einer Frau einfach sprach. Aber das sehen wir immer wieder. Und wir sehen auch zum Beispiel in Lukas 8, dass Jesus Frauen in seiner erweiterten Jüngerschaft hatte. Wenn auch nicht, als dass er eine Frau als in den engsten Kreis der 12 Jünger berief, aber im weiteren Kreis der Jünger waren auch Frauen dabei. Jesus bringt Frauen Wertschätzung entgegen, die damals unnormal war. Es war unnormal, sich Frauen eben mit so einer Wertschätzung gegenüber zu verhalten. Jesus behandelt Männer und Frauen gleichwertig. Er schätzt sie wert und er löst dabei nicht ihre geschlechterspezifischen Rollen, Aufgaben, Fähigkeiten auf, wie das vielleicht heute im Zeitalter von Gender Mainstreaming ja oft oder teilweise zumindest versucht wird. Das tut er nicht, aber er begegnet Männer und Frauen gleichwertig. Also für Jesus ist es voll in Ordnung, dass Maria nun vor seinen Füßen Platz nimmt, wie es die anderen Zuhörer tun und ihm nun zuhört. Woher sehen wir jetzt, wenn wir eben diese Luther-Übersetzung uns anschauen, woher sehen wir denn, woran können wir erkennen, dass da noch andere Zuhörer waren? Man könnte ja jetzt auch skeptisch hinterfragen, Jesus lehrt jetzt und Maria ist die Einzige, die sich jetzt vor seinen Füßen hinsetzt. Aber wenn wir eben in anderen Übersetzungen mal reinschauen, zum Beispiel in der Elberfelder Übersetzung, da finden wir ein kleines Wörtchen. Auch heißt es da. Da heißt es, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte. Und das macht eben deutlich, dass Maria nicht alleine vor Jesus sitzt und Jesus ihr allein einen Vortrag hält, sondern Jesus ist im Lehrgespräch und die Jünger, wahrscheinlich andere Zuhörer, die sind auch hier im Haus, sitzen zu seinen Füßen, hören ihm zu. Und im Judentum war es eben auch üblich, dass man sich hinsetzte oder hinstellte um den Lehrer, weil der Lehrer an sich eigentlich sich setzte. Also nicht wie hier, ich jetzt vor euch stehe und euch versuche, irgendwas weiterzugeben, sondern der Lehrer setzt sich im Judentum normalerweise. Also das wäre ja auch jetzt mal interessant, vielleicht das mal zu praktizieren. Ich könnte mir jetzt einen Stuhl holen, setzt mich und ihr, also hier ist ja auch ein bisschen Bühne, könntet ihr euch mal hier zu meinen Füßen lagern. Das wäre ja auch ein nettes Bild. Aber so wäre es im Judentum üblich oder ihr dürft jetzt halt stehen. Ja, also
Wir sehen einfach, das Verhalten von Maria ist nicht abstrus, das ist nichts Komisches, dass sie sich jetzt vor Jesu Füßen setzt, sondern sie tut das Übliche als ganz normale Zuhörerin. Wie reagiert Martha? Martha, sie ist die Hausherrin. Und Martha, das ist eine verantwortungsbewusste Frau. Und die sieht diesen wichtigen Gast und die sieht die ganzen Personen und die versteht, Mensch, die sind die haben eine Wanderung jetzt hinter sich, die sind vielleicht viele Kilometer gelaufen, die haben Hunger, die müssen jetzt doch was bekommen. Und sie sieht die ganzen Aufgaben, sie gibt Vollgas und hängt sich voll rein, sie sieht die anstehenden Aufgaben und tut alles, um die Jünger und um Jesus gut zu bewirten, um ihnen gut zu dienen. Und ihr Lieben, vielleicht kennt ihr das auch in gewisser Weise, wenn ihr Gäste mal einladet zu euch nach Hause. Und dann wollt ihr, das sind Gäste, die euch am Herzen liegen, denen wollt ihr was Gutes tun und die wollt ihr gut bewirten und ihr wollt gute Gastgeber sein. Und dann fangt ihr schon vormittags vielleicht an, die Marschklößchen zu machen oder was ihr auch immer kocht, ja. Und dann müssen die Schnitzel paniert werden und vorher muss man noch einkaufen. Dann stellt man fest, ah, das habe ich noch vergessen. Und man rennt nochmal in den Tengelmann und holt noch dieses und jenes und dann nochmal runter in den Keller. Und das muss man auch noch holen, ruft noch hier an, ah, kannst du mir noch eine Sahne mitbringen und so weiter und so fort. Und dann ist es tatsächlich 19 Uhr, die Gäste stehen vor der Tür und man ist noch nicht so richtig fertig. Ja, kommt doch schon mal rein, setzt euch. Ich muss nur noch gerade die Pfanne vom Herd und so weiter. Und dann geht man hin und her und passt alles. Ah, vielleicht noch einen kleinen Aperitif und wieder zurück in die Küche. Ach, und dann braucht man ja noch einen Schluck Milch und dann noch mal runter im Vorrat und so weiter. Und dann stellt man am Ende eines Abends fest, 22.30 Uhr, ja, das Essen hat super gut geschmeckt und stellt aber vielleicht irgendwie fest, also so richtig Ruhe und Zeit hatte ich jetzt mit meinen Gästen an diesem Abend eigentlich vielleicht nicht. Habt ihr das schon mal in ähnlicher Weise so ein bisschen erlebt? Und ich denke, in gewisser Weise geht es Martha hier eben auch so. Deshalb lesen wir in Vers 40, Martha aber machte sich viel zu schaffen. Die macht sich nicht nur zu schaffen, die macht sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Ansage. Martha will unbedingt alles richtig machen. Sie will perfekt eine gute Leistung als Gastgeberin abgeben. Perfekte Dinner, 10 Punkte. Oder wie nennt das? Gibt es sowas? Perfekte Dinner, gell? 10 Punkte gibt es nicht sowas, oder? Oder Kochdinner, Kochduell oder irgend sowas gibt es doch und dann werden Punkte verteilt. Naja, okay, sie will die 10 haben, ja? Also. Und es ist ja nicht so, dass irgendwer zu Gast wäre, sondern es ist Jesus zu Gast, von dem sie zumindest weiß, dass er ein bedeutender Rabbiner ist. Von dem hat sie auch schon gehört. Aber später ist es sogar so, dass sie erkennt, oder vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon, das wissen wir nicht genau, zumindest später in dieser Begegnung, wo Jesus nochmal Martha, Maria und Lazarus eben begegnet, wo Johannes berichtet in Kapitel 11, da weiß sie ganz genau, wer Jesus ist. Und das bekennt sie. Und Johannes berichtet uns in Kapitel 11, Vers 27. Da sagt Martha zu Jesus, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Jesus, der Sohn Gottes, ist bei ihr zu Hause, ihr Gast. Und da gebührt sich doch nicht so ein Verhalten, wie es ihre Schwester Maria an den Tag legt. Sich einfach als Gastgeberin und dann als Frau, das gibt's doch nicht im Judentum, setzt sich dahin. Sie soll doch eigentlich in der Küche stehen oder zumindest die Gäste bedienen. Martha sieht sich hier absolut im Recht und sie bittet Jesus, ist ihrer Schwester mal so richtig die Meinung zu sagen, ja? Und so verstehe ich auch ihr Verhalten hier. Also Jesus ist ja im Lehrgespräch, der lehrt, der erzählt. Und die Gastgeberin Martha, die ist jetzt schon hier die ganze Zeit am Schaffen. Die schaut schon, sieht wahrscheinlich da Maria. Und jetzt irgendwann reicht sie und dann geht sie hin. Und sie unterbricht Jesus wahrscheinlich. Und sie sagt es wahrscheinlich laut vor allen Zuhörern. Und Maria ist ja auch dabei. Das weiß sie ja.
Die soll es ruhig mitbekommen, ihren Unmut und ihren Ärger. Jesus, schick sie in die Küche. Maria soll ihr Fehlverhalten so richtig unter die Nase gerieben bekommen. Ich denke, das ist so ein bisschen Marthas Motivation. Und ihr Lieben, ich habe mich gefragt, kennen wir vielleicht manchmal solche Bitten, so ein Herantreten an Jesus? Ein Herantreten an Jesus, wo wir schon so überzeugt sind von unserer Meinung und denken, das bestimmt auch Jesu Meinung. Jesus, mach das. Und stülpen oder wollen Jesus vielleicht unsere Meinung überstülpen. Aber ich habe ja schon gesagt, Jesus, für Jesus ist das voll okay, dass Maria dort sitzt. Und wir werden später auch noch sehen, warum. Aber vielleicht eben auch solche Gebete, so ein Herantreten an Jesus, eine Bitte äußern im Bewusstsein, dass meine Bitte, das, was ich zu sagen habe ihm, eigentlich gar nicht Jesus direkt gilt, sondern über Jesus habe ich einen ganz anderen Adressaten. Ja, Martha sagt zu Jesus, aber sie weiß ja, Maria kriegt es mit, die soll richtig beschämt werden. Und vielleicht kennen wir das auch, manchmal gibt es auch solche Gebete, die sind an Jesus gerichtet und die werden laut vorgetragen und die gehen eigentlich über jemand anderen, der auch im Raum ist, in der Gruppe, im Gottesdienst oder so. Und vielleicht hat man die Hoffnung, der soll mal sein Fehlverhalten hier. Ich hoffe, dass dem soll das mal wirklich bewusst werden und man möchte ihn beschämen. Und ihr Lieben, ich denke, so ein Herantreten ehrt Jesus nicht. Sicher, wir dürfen mit allem an Jesus herantreten. Jesus kennt unsere Absicht, unser Herz und er kennt die Absicht eines jeden und das Herz eines jeden. Und wir dürfen zu ihm kommen und ihm alles sagen, alle unsere Sorgen, alle unsere Nöte, alles, was uns beschäftigt, auch all unseren Unmut dürfen wir wirklich bei ihm abladen. Und er kann damit umgehen. Aber er möchte sich nicht missbraucht wissen, dass wir in einer indirekten Rede über ihn jemand anderem eine Schelte verpassen wollen. Wie reagiert Jesus auf Marthas Bitte, auf Marthas Herantreten? Vers 41. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr. Schon immer bei so einer Bitte, wenn da das Aber drin vorkommt, ja? Also der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, dann wird es spannend, ja? So. Martha, Martha, sagt Jesus. Martha, du hast viel Sorge und Mühe, sagt er. Zweimal Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Jesus sieht Martha. Er sieht ihr Anliegen. Ihr seht ihr Herzensanliegen, wie ernsthaft sie versucht, Jesus und seinen Freunden jetzt wirklich zu dienen, sie zu versorgen in guter Art und Weise. Er sieht all ihr Engagement. Er sieht all ihre viele Arbeit, die ganzen Sorgen, die sich macht. Oh, wie kriege ich das jetzt alles hin, die ganzen Leute hier satt zu kriegen und so weiter. Du hast viel Sorge und Mühe. Aber dann sagt er weiter in Vers 42, Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Jesus erkennt an, dass Martha es wirklich gut und lieb gemeint hat. Aber eines ist so viel wichtiger, so viel nötiger. Und das ist das Verhalten, das Maria gewählt hat. Und das, sagt er, dieses Verhalten, das war eine gute Entscheidung, das soll ihr jetzt nicht weggenommen werden. Jesus macht Martha deutlich, nein, Martha, ich werde jetzt nicht zu deiner Schwester Maria sagen, sie soll aufstehen, sie soll dieses Lehrgespräch verlassen, sie soll die Gemeinschaft mit mir verlassen und jetzt eben in die Küche gehen und jetzt bei den Vorbereitungen helfen. Sie hat den guten Teil erwählt. Seine Gegenwart, das Hören auf sein Wort,
die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, von ihm zu lernen. Das ist es, worauf es in erster Linie ankommt. Und wenn Jesus das jetzt ja hier so zu Martha sagt, Martha, Maria hat den guten Teil erwählt, dann verstehe ich das auch so von Jesus als ein Angebot an Martha. Martha, überleg doch mal, wähl doch auch diesen guten Teil. Lass doch vielleicht jetzt erstmal die Arbeit Arbeit sein. Ich will jetzt noch 20 Minuten was sagen. Nimm dir doch erstmal Zeit. Ich bin zu Gast in deinem Haus. Hör mir doch zu. Hab Gemeinschaft mit mir. Leb Beziehungen mit mir. Komm doch erst einmal vor mir, bei mir zur Ruhe. Vielleicht hat er auch dann noch gesagt, und ich habe 12 Männer dabei, die können alle auch Kartoffeln schälen oder was weiß ich. Ja? Also das geht dann nachher. Gemeinsam sind wir stark oder so. Ja. Aber ich verstehe das schon als Einladung erstmal an Martha. Mach doch erstmal ruhig. Martha hat Jesus zu sich eingeladen in ihr Haus. Und sie wollte ihm wirklich von Herzen dienen. Und das ist eigentlich wirklich löblich und ehrenwert von der Motivation. Aber sie hat die Prioritäten vertauscht. Sie wollte in erster Linie für Jesus Leistung erbringen. Vielleicht wollte sie sich gegenüber Maria auch profilieren und für Jesus eben als besonders gut auch dastehen. Mensch, vielleicht kriegt sie einen Stern von Jesus. Ja? Und dann heißt es rum, Bethanien, also ich war ja schon überall in Israel, ja, aber in Bethanien, da war ich in einem Haus bei einer Frau, boah. Ja, also Jesus als Promoter ihrer Kochkünste, ja. Sie wollte Leistung erbringen. Maria ist auch Gastgeberin. Sie wählt den guten Teil. Sie setzt die richtige Priorität. Und sie versteht, Jesus wird nicht immer da sein. Jesus wird nicht immer hier in Bethanien sein. Der wird weiterziehen, weiterreisen. Und jetzt ist meine Chance, mit ihm Gemeinschaft zu haben, vor seinen Füßen zu sitzen, von ihm zu hören, von ihm zu lernen. Und dieses Verhalten ist es, was Jesus lobt und was Jesus gefällt. Und diese Begegnung Jesus mit Maria und Martha darf uns auch zeigen, worauf es in unserem Christsein in erster Linie ankommen sollte. An erster Stelle sollte unsere Beziehungspflege mit Jesus stehen. Wir dürfen eine Liebesbeziehung zu Jesus haben. Wir dürfen Zeit mit ihm verbringen. Stille Zeit, Bibel lesen, Gottes Dienst oder sonstige gute Dinge, die wir tun aus geistlicher Motivation, sollte niemals eine Leistung sein, wo wir denken, das müssen wir tun, sondern das ist etwas, was wir tun dürfen, aus unserer Liebe zu Jesus heraus. Wir dürfen bei Jesus erstmal Gemeinschaft haben. Von ihm lernen, von ihm hören, bei ihm zur Ruhe kommen. Und erst aus dieser Beziehung, weil ich dann Jesus kennengelernt habe, weil ich weiß, wer er ist und was ihm wichtig ist, erst aus dieser Beziehung heraus kann ich dann überhaupt ihm auch in rechter Art und Weise dienen. Weil ich dann weiß, was ihn erfreut, was ihn ehrt. Vielleicht wollte Jesus das Martha auch deutlich machen. Ja, Martha hat Zucchini-Suppe gekocht und Jesus mochte keine Zucchini-Suppe. Und wenn sie erst mal mit ihm gesprochen hätte, hätte sie vielleicht Hammel gemacht, ja, Döner, ja, irgend sowas. Nur wer aus der Beziehung mit Jesus heraus lebt, der kann Jesus in rechter Art und Weise auch dienen. Zum einen, weil er die richtige Motivation hat, weil er versteht, ich mache es nicht, um mich vor Jesus zu profilieren, um mehr geliebt zu werden von Jesus, sondern ich mache es aus meiner Liebe zu ihm heraus, weil ich ihn liebe und weil er mich zuerst so viel mehr geliebt hat.
und zum anderen, weil ich dann eben erst weiß, was ihn wirklich erfreut. Und wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, wenn du auch zu ihm gesagt hast, ja, sei Gast in meinem Haus, in meinem Herz, in meinem Leben, dann, wie verstehst, wie lebst du dann eben dein Christsein, deine Nachfolge? Bist du eher Martha oder Maria? Ist deine Beziehung zu Jesus eher ein Arbeitsverhältnis, ein Dienstverhältnis, etwas, was du jetzt tun musst als Leistung, oder eine Liebesbeziehung zu deinem Herrn und Erlöser? In unserem Christsein kommt es nicht auf Leistung an. Es kommt auf unsere Beziehung zwischen Jesus Christus und mir an, durch unseren Glauben. Und ich hoffe, dass uns diese Begegnung mit Martha und Maria hier eine gute Erinnerung an diese Wahrheit ist. Maria hat die richtige Priorität gesetzt. Sie hat den guten Teil gewählt. Beziehung vor Leistung, Beziehung vor Dienst. Und deshalb möchte ich zum Schluss nochmal diesen Satz von Philip Yancey zitieren. Ich kann nichts tun, dass Gott mich mehr liebt. Ich kann aber auch nichts tun, dass Gott mich weniger liebt. Und ich wünsche euch sehr, dass Gott euch mit dieser Wahrheit und dieser echten Liebesbeziehung segnet für eure Nachfolge, für euer Leben. Amen.